Es war einmal ein tapferer Bursche, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, alle bisher ungelösten Fälle aufzudecken und der unwissenden Welt die Augen zu öffnen. Ein Mann ohne Furcht, ohne Zweifel und ohne geladenen Kamera-Akku. Ein Mann, ein Mysterium. Wird er es schaffen? Ich glaube nicht. Hey! Gaffi deckt auf. Was für einen Tag haben wir denn heute? Nein. Nein. Das darf jetzt aber nicht wahr sein. Junge, das ist die Uhrzeit. Bist du dir ganz sicher? Ja, bin ich. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute am Valentinstag. Da der eben angesprochene Valentinstag mittlerweile sowieso nur noch auf Kommerz aus ist und der Grundgedanke dahinter eigentlich noch widerlicher ist, hab ich mir gedacht, du nimmst den jetzt auseinander, den Bastard. Dementsprechend gibt's heute eine neue Folge Gaffi deck auf. Valentinstag setzt sich aus Valentin und Stark zusammen. Die hier ganz offensichtliche Anspielung auf das Staatsangehörigkeitsgesetz dürfte euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein. Wie wir alle wissen, besteht das Staatsangehörigkeitsgesetz aus 42 Paragraphen. 42 ist laut dem Film Per Anhalter durch die Galaxis die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Recht. Wie es der Zufall will, habe ich die DVD zu Hause und wer weiß, vielleicht befindet sich da drin ein Hinweis auf den Valentinstag. Schauen wir mal rein. Auf den ersten Blick sieht man jetzt noch nichts, aber das wäre ja auch viel zu einfach, also macht man die DVD mal raus. Vielleicht gibt's ja dahinter. Oh, 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 oh. Spast! Der Valentinstag ist nicht das, was er zu sein scheint. Liebe Grüße, nicht Gaffi. Hier als Beweis, damit ihr auch seht, dass es nicht gefaked ist. Ihr fragt doch jetzt sicher, hä? Der Hinweis bringt uns doch gar nicht weiter. Ja. Der ursprüngliche Roman Per Anhalter durch die Galaxis wurde von Douglas Adams geschrieben, der am 11. März 1952 in Cambridge geboren und am 11. Mai 2001 in Santa Barbara gestorben ist. Wenn man jetzt die Buchstaben von Cambridge und Santa Barbara addiert, kommt man auf insgesamt 21. Wenn man jetzt 21 bei Google eingibt, ist der erste Suchvorschlag 21 Jump Street, eine amerikanische Filmkomödie. Das Erscheinungsdatum war der 15. März 2012, genau ein Monat und ein Tag nach dem Valentinstag. Nur ein einfacher Zufall? Die Fortsetzung von 21 Jump Street, also 22 Jump Street, wurde am 4. Juni 2014 veröffentlicht. Also exakt 2 Jahre, 2 Monate und 22 minus 2 Tage später. Ihr glaubt, so viele Zweier sind Zufall? Freunde, es gibt keine Zufälle. Der zweite Monat des Jahres. Februar. Na, welcher besondere Tag kommt euch da in den Sinn? Richtig, der 16. Februar, der Tag des strahlenden Sterns, ein Nationalfeiertag in Nordkorea zum Andenken an den ehemaligen Diktator Kim Jong-il, also der Vater von unserem geliebten Pummeluff Kim Jong-un. Der Film The Interview, der so ein bisschen über unser kleines Michelin-Männchen herzieht, kam am 5. Februar in die deutschen Kinos. Interview hat 9 Buchstaben. Kim Jong-un hat 9 Buchstaben. Pummeluff hat auch 9 Buchstaben. Hurensohn hat ebenfalls 9 Buchstaben. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Tag genau 9 Tage nach der Veröffentlichung des eben genannten Films ist. Richtig, Valentinstag. Und ihr wisst genau, was das bedeutet. Dass wir uns einmal im Kreis gedreht haben und jetzt wieder ganz am Anfang stehen? Falsch, ein Kreis entspricht nämlich genau 360 Grad, ungefähr die Temperatur, die im Hochsommer in meinem Zimmer herrscht. Und worauf sitze ich normalerweise in meinem Zimmer? Auf einem Stuhl. Und Stuhl ist auch schon das richtige Stichwort. Der Valentinstag ist nämlich einfach scheiße. Falls ihr euch jetzt denkt, hä, was labert der denn die ganze Zeit für einen Müll? Ich hab nix verstanden. Kein Problem. Ich auch nicht.